Mann, 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 Mann. Ja, da ist er wieder. Was für ein Krimi hier. Grüße gehen raus hier an die genialen Teams hier. Ares Gaming Romantic Community, ja, die es nicht geschafft haben, zu 10 die richtigen Teams zu joinen und damit auch mich ein bisschen getrollt haben. Ich dachte so, alles klar, ich bereite mich vor, ich kann ja schon rauf connecten auf den Server, bla bla bla, pipapo, bin übel schnell. 16,5 Überfahrt, meine Community, okay. Ist nur die Community, wird einfach mal zerlegt. Ist halt so, wie es ist, ja. Ja, und dann sowas jetzt hier. Ich dachte, was ist jetzt hier los? Anstatt zu sagen, ey, die haben die falschen Teams gejoint, das Ergebnis ist falsch. Nur Ergebnis ist falsch zu sagen, ist natürlich dann in dem Fall. Wusste ich erstmal so, hä? Ist alles richtig? Naja, egal, jetzt ist alles geklärt. Auch schnell aufs Overlay angepasst. Meine Community gegen Clan auf Sabo. Wird dann auf jeden Fall ein spannendes Spiel. Inferno ist meine aber jetzt auf jeden Fall schon warm. Clan auf Sabo hatte gerade DE Overpass am Start. Also somit hat man da auf jeden Fall schon mal einen ganz klaren kleinen Vorteil hier für meine Community, denn man hat die Map gerade schon einmal gespielt. Und die Jungs von Clan auf Sabo müssen jetzt hier zeigen, was sie drauf haben. Ein bisschen kühler sind sie auch schon, weil ihre Partie ist um 15.30 Uhr schon zu Ende gewesen. Und hier scheint man wohl ein bisschen später angefangen zu haben. Auch ein bisschen verzögert bei meiner Community gegen Ares Gaming. Und ja, wie gesagt, Ergebnis, Clan auf Sabo hat 16:4 gewonnen. Meine Community hat 16:5 gewonnen gegen Ares Gaming hier auf Inferno. Also können wir uns hier auf dem Fest, Fragezeichen, ja, freuen oder nicht? Also ich wäre richtig hyped, wenn wir jetzt ein richtig spannendes Spiel uns hier reinziehen werden. Also ich wollte jetzt eigentlich noch ein Interview machen mit dem Schaber. Lassen wir aber weg. Wir gehen direkt jetzt hier schon mal für euch rein in den Warteraum. Inferno, wie ihr sehen könnt, ist es jetzt die Map, die jetzt gezockt wird. Mit Ausrufezeichen Match Maps könnt ihr ein paar Ergebnisse sehen. Oder Next Match oder Last Match, besser gesagt. Könnt ihr die Ergebnisse des heutigen Tages einsehen. Für Clan auf Sabo. Natürlich werden wir hoffen, ob sie hier einen Endgegner haben oder weiterkommen. Meine Community dann, ja, wenn die Bock drauf haben, falls es hier vorbei sein sollte, ja, wechseln wir einfach dann den Cast. Aber wir wollen einfach mal hoffen, dass es hier die Jungs von Clan auf Sabo machen werden. Aber wir versuchen natürlich trotzdem neutral zu bleiben und halbwegs jede Aktion zu hypen. Aber Robson und Staxon sind einfach normal. Ja, es sind halt vom Namenstechnischen her meine Lieblinge, ja. Und ich habe schon gesehen, meine Community sind auch schon ein paar Leute da. Grüße an euch und an alle, die jetzt hier reinschauen. Dann könnt ihr mich gleich mal ein bisschen aufklären, wie die Namen richtig ausgesprochen werden. Ich bin normalerweise, sind wir zu zweit, ein Duo-Caster-Team. Der ist aber gerade nicht da, der hat einen Notfalleinsatz wegen seiner Arbeit. Und dann gucken wir euch mal rein. Defzon, Alter, der Name. Ja, aber Robson, Staxon, Defzon. Na, passt eigentlich auch ganz gut. Dann haben wir Zebob oder Seebob oder was, wie soll er aus? Nee, wie Seebob, ich nenne einfach Seebob. Swagski, Kid, boah, dieser Name. Ich nenne einfach 48 Kilo. 48 Kilo, Alter. Und Killig. Sind am Start jetzt hier bei MyNeck. Ja. Alter. Also, Equix, ich glaube, das krieg ich gar nicht gebacken. Das kriege ich gar nicht gebacken, ey. Seebob spricht man aus wie Seebob. Ja, Seebob. Ja, also Seebob. Einfach Deutsch ausgesprochen. Und dann gucken wir mal. Seebob. Und was ist das für ein Chat? Was ist los hier? Der Chat geht schon wieder ab hier. Ich hoffe, es geht gleich los. Ich hoffe, wir haben hier keine Probleme. Wir können hier wirklich mal starten. Ich muss mal ganz auf den Desktop hier. Oh, sorry. Mein Kater rastet aus. Warum? Ruhe. Und ich hoffe, es geht dann hier gleich los in dieser Partie, dass wir zocken können, vernünftig, ohne dass auszusehen, falscher Spieler drauf ist. Kommt aus dem Denglischen, ja, ich hasse Denglisch eigentlich, ja, also ich bin eigentlich eher so der deutsche Boy, der nicht mal richtig Deutsch kann, aber weil er Englisch nicht kann, Deutsch lieber bevorzugt, das kann er wenigstens so ein bisschen, sprechen geht. Ich hoffe, jetzt kommt man hier vernünftig klar und alle spielen auch dann gleich richtig. Ja, aber Seebob. Ja, hier unten, ja, ist halt die Frage. IQ. Darf ich ein IQ nennen? IQ? Oh, Alter, das ist doch komplett. Das ist jetzt schon. Ist schon Zungenbrecher für mich. Ist schon wirklich Zungenbrecher. Ist schon wirklich. Huhu, Alter. Let's go, Albi. Let's go. Machst du auch nebenbei Relegation, Make? Hoffen wir mal. So, also. Killig Swagski. Ja, Swaggy. Swaggy, Swag, Swag, Swag. Alter, ist, glaube ich, ganz gut. Mal gucken, ob er ein bisschen seine Hüften shaked. Ich glaube, da werde ich darauf eingehen so. Also bei mir schon mal ohne Gewehr, Namen werden hier schon ab und zu mal ein bisschen penetriert, anders ausgesprochen und anders auch besprochen. Und man sieht auch, das war ein falscher Spieler, also muss ich mir gar keinen Kopf machen, meine Kollegen. Und hier ist Sui, was? Sui, einfach Sui. Sui.
Namen 1-0. Caster. Ja, ist tolle. Ja, der Caster 0 auf jeden Fall. Also Namen, ganz ehrlich, Namen sollte man immer als Caster, ein anderer Caster-Kollege wird bald mal so eine Bibel erstellen, finde ich sehr gut. Werde ich auf jeden Fall auch unterzeichnen, weil ich finde es genauso, Counter-Strike-Spieler sollten sich aussprechbare Namen ausdenken. Ja, wenn sie gecastet werden wollen oder wenn sie, wenn es ihnen sonst egal ist, dann müssen sie einfach damit leben, was mit ihnen aus dem Namen passiert ist. Aber wenn man möchte, Wert drauf legt, wie der ausgesprochen wird, sollte man auch Namen, sag ich jetzt mal, präsentieren, die aussprechbar sind, ja. Ist einfach so. Ja. Außer man hat einen übelsten Namen, jeder kennt in der Liga, in der Szene schon den Typen und dann kann man ihn aussprechen. Aber wenn man den ersten Mal castet, ist es einfach super schwer. Dann bevorzuge ich dann doch lieber Frank und, keine Ahnung, Hans Wurst oder irgendwie sowas, ja, was man halt wirklich lesen kann. Das ist natürlich doof. Das ist einfach nur mal so. Das ist das große Problem in der Caster-Szene, wenn du Caster bist. Hier drüben, bei Clan of Sabo ist es noch geil. Luxa, Robson, Staxen, Animate, kaputt. Wurde mir direkt vorgesagt. Drüben ist es wieder Seebob. Ja. Die Sache ist halt, der große Punkt ist auch noch, was richtig doof ist als Caster. Die meisten Spieler, der eine sagt, ich bin Deutscher, der Name wird deutsch ausgesprochen. Und der andere sagt dann, bist du doof? Das ist doch Englisch gemeint. Sprech das doch auf Englisch aus. Und du weißt nie, was du richtig machen musst. Deswegen. Also, scheißegal. Ich hoffe, ich werde es irgendwie hinbekommen. Ich wünsche euch viel Spaß natürlich hier mit dem Cast. Macht den Sound an. Und wir sind live in der zweiten, beziehungsweise sogar dritten Runde für beide Teams. Für beide Teams eigentlich erst die zweite Runde. Aber die dritte Runde hier in der SL. In der SL, ups. Nein, ich hätte Damage. Relegation. Von der Division 4 in die Division 3. Meine Community gegen Clan of Sabo. Heutiger Tag sind wir bei Clan of Sabo mit dabei. Wir sind in der Messerrunde hier auf DE Inferno. BO1 wird gespielt. Und ich wünsche jetzt viel Spaß mir mit meinem Cast. Monoton, wie immer, wie eh und je, aber laut und actionreich. Also auch schon mal für die, die hier neu sind. Macht eure Volume runter, weil ab und zu wird hier geschrien. Stolle. Perfekt, Alter. Ohne Witz. Und Friedhelm, der regelt hier erstmal. Bam. Manfred, Jürgen, Alter. Jochen. Digga, Alter. Was machen die mit den Jungs von Clan of Sabo? Perfekt. Easy ausgesprochen. Bam. Sofort rausgeknallt. Ja. Und bei, warte mal. Devzun, Siebops, Swaxy, ja, Killik. Ja, es geht doch so. Also. Ja, wer kennt denn bitte nicht, lol? Bei was denn? Ja, ich League of Legends, bin ich raus. So muss es sein. Also viel Spaß jetzt hier mit dem Albi-Cast und was? Wie lange bist du schon wieder zu Hause? Welcher Party gestern? Achso, aber nicht mit mir. Also, los geht's! Clan of Sabo gegen meine Community, die Inferno. Und Messerrunde. Ich weiß gar nicht, an wen die gerade ging. Ich gehe mal von aus an Clan of Sabo, die starten als CT. Man geht hier schon geschlossen auf den A-Stack rauf, über A-Lang wird's werden jetzt hier und animiert. Jetzt kann ich den ersten Frag machen. Erster Kopfschuss ist da. Richtig wichtig, jetzt zieht sich der Druck gegen Siebop. Kann er noch einen Frag ziehen? Nein, man geht weiter rum. Über CT, Stacks hat den ersten Frag schon gemacht. Und wann sind schon zwei schon durch? Eins gegen zwei Situation. Siebop wird rausgenommen. Luxa macht den Double Frag. Robson verliert man. Bombe liegt in der CT-Base und somit hat man erstmal den übelsten Vorteil hier für Clan auf Sabo. Ja. Und die Jungs von meiner Community nur noch mit Sui am Start. Und der muss versuchen natürlich, dass es abgeht. Und ich bin gespannt, ob die regeln können. Twitch.tv und meineck.de. Könnt da mal raufgehen. Vielleicht läuft da auch die Partie. Aber definitiv hier viel actionreicher. Na was denn jetzt? C-Bob. Also dann doch Englisch. Was jetzt? Guck mal, der eine Kollege, Sissy, hat es anders geschrieben. Er hat einfach nur Seebob geschrieben. S-E-H. Genau das ist der Punkt, den ich gerade angesprochen habe. Werdet euch auf jeden Fall einig. See. Der See. Ja. Also C. Oder was? Ich kann kein Englisch, Alter. Was ist los? Ich bin raus. Einfach Bob. Nenn einfach Bob, Alter, okay? Wir bleiben bei Bob. Dann ist es am einfachsten. Okay? Bob ist euer Kumpel. Was? Tank Bob? Tank? Tank Bob. Okay. Ich nenne einfach nur noch Bob. Dann sind alle zufrieden. Ihr wisst, wer gemeint ist. Und ich kack da eh noch rein gerade. So ist es normal. Englisch ist nicht meine Sprache. Aussprache Englisch. Oh, die Flash hat Luxa extrem verworfen. Und Swaggy hier vorne. Close. Ja, kann dieses Fenster gerade nicht öffnen. Sein Mate war auch schon da.
Und man spielt natürlich eine volle Echo hier auf Seiten von meiner Community. Macht ein bisschen Stress hier oben im Teppichgang. Aber kaputt. Animate und Stacksen, ja. Gucken ganz normal ab, wie immer. Robson und Luxa bleiben auf ihrem B-Spot drauf. Hier sieht man den ersten Kontakt hier gegen Sui. 50 Sekunden noch auf die Uhr. Man macht ganz schön viele Stellungsspiele jetzt hier auf Seiten von meiner Community. Also es könnte ein sehr langes Spiel werden. Man merkt auf jeden Fall, die haben Bock auf Contact und wollen einfach nur erreichen, dass man verschiebt. Und das liest aber hier kleiner Sabo gerade ganz gut. Stacksen hat schon verschoben auf B-Spot. Und es sieht auch so aus, als wenn es der B-Spot werden könnte. Aber die Bombe verschiebt schon wieder doch Richtung Mitte und somit dann doch vielleicht doch mal A. Große Fragezeichen. 30 Sekunden auf die Uhr. Und das sieht dann doch aus, so aus, wenn es der A-Spot wird. Denn bei der Zeit muss es der Go werden und dann ist es kaputt und Animate hier erstmal die Regeln müssen. Die schöne Brand, damit ist er Sui rausgenommen. Keine Chance, close, kaputt, schießt in den Rücken rein, macht 1, 2, 3 und nimmt ihn raus. Nein, Swaggy holt den Frag, macht sogar noch kaputt klar und seinen Mate. Und damit sind sie on site. Bob und Swaggy probieren es irgendwie jetzt zu halten. Man hat noch hier seine P250 und die Takte und seine... Und die andere Waffe, die MP9 gegen drei Spieler, kann auch einen rausnehmen, im zweiten. Aber nicht mehr Luxor im Kopf bei Swaggy. Somit Clan auf Sabo, 2-0. Aber der Bombplant, der war da. Und das Geld sollte auf jeden Fall ausreichend sein, meine Community jetzt reinzukaufen hier. Sogar bei Swaggy, wenn er möchte, mit der AWP. Oh, ich habe immer bei mir Luft noch zu stehen. Ich will mich mal daran vergreifen, ey. Aber ich wollte nur Wasser trinken. So, meine Community jetzt mit 5 AKs unterwegs. Keine AWP reingekauft. Dann will ich erstmal auf Contact gehen. Warte erstmal ab. Aber Stacksen und Co. Clan of Sabo will jetzt hier schnell spielen. Rennen einfach runter hier. Gasen hier runter. Damit rechnet man. Hat man eigentlich schon gerechnet, aber nicht richtig. Animiert wird rauskommen von Def Zon. Aber am Ende hat man das 1-1-Thread gemacht. Robs noch close. Sui unten hier im Fuchs. Weil es pickt ja vor. Könnte den ersten Effekt ziehen. Window. Ja, holt sich hier Stacksen. Sein Window war open und das Fenster war off. Was er redet. Ich sag mal, Hashtag Eier aus Balls. Das ist Albicast. Hashtag Eier aus Balls. Na, man zieht sich wieder tief zurück. Klar auf Sabo, lässt erstmal ein bisschen hier meine Community machen, was sie wollen. Zwei Mann auf A, einer auf B. Mate, hier Luxa, man sieht's. Waffen-Upgrade, technisch hat man abgegradet. Kaputt, sich auch die Orke gönnt. Und somit alles noch drin, aber 3 gegen 4. Clan auf Sabo. Bisschen im Nachteil. Man muss jetzt überlegen, wo man angreift. Aktuell wartet man noch manchmal 45 Sekunden auf der Uhr. Meine Community sieht auf jeden Fall so aus danach, dass das Team hier schon weiß, was sie tun und sehr langsam spielen und die Ghosts sehr, sehr spät machen. Das kann aber trotzdem dann auch zu Problemen führen, wenn man halt dann sich selbst auf Krampf auf einen Spot fokussiert. Und jetzt kommen hier langsam die ganzen Flashes und Smokes hin. Man faked noch ein bisschen und jetzt sollte man rüberschieben. Kaputt sollte rüberschieben, denn es ist Robson mit seiner MP9 alleine auf dem B-Spot gegen 4 Minec-Jungs. Und es sind halt nur noch 18 Sekunden. Es wird safe, der B-Spot. Und let's fetz Robson gegen 4. 1-2 raus, der wäre so gut für ihn. Macht den ersten macht er. Den zweiten auch noch, oder nicht? Die Bombe musste gelegt werden, es hat keine Zeit mehr. Die ist keine Zeit mehr, 50 Sekunden noch. Der Plant geht auf jeden Fall noch durch. Reicht gerade so. Halleluja. Eine Sekunde noch auf der Uhr. Hätte hier... Der gute Robson noch einen Frag gezogen. Es wäre so bitter gewesen. Da hat man zu spät den Spieler gesehen. Gefunden. Jetzt der Luxor. Und kaputt versuchen es noch. Die Flash fliegt. Contact hier. Luxor fliegt rum. Hinten auf Banane steht einer. Aber der ist passiv. Oh, der fliegt der. Den muss er noch rausnehmen. Aber dann. Totales Kreuzfeuer hier gegen kaputt. Der zwar noch Defzone aus der Banane nehmen kann. Und dann steht Meineck. Community mit 1-2. Auf jeden Fall erstmal wieder. Ein bisschen besser da. Und Kleiner Zerbe muss hier in die Echo gehen. Oder in die Force, besser gesagt. Denn Luxor und Kaputt hatten halt nicht genug Geld. Deswegen geht man in die Force bei. Danach in die Echo, wenn man diese jetzt hier nicht holen kann. Irgendwie durch Glück. Und meiner Community direkt dann mit dem 2-2. Und dann wahrscheinlich mit dem 3-2. Und gehen dann in Führung. Erster Peak hier von der AWP. Stacksen hat genug Geld gehabt. Macht den First Frag aber nicht. Super bitter. Haben wir vorhin auf Overpass anders gesehen. Aber erstmal klar, kommen auf die Taktik. Ne? Vorher hat einen leichten Gegner hier für Clan of Sabo. Meine Community spielt es sehr konsequent und sehr langsam, sehr versiert. Machen hier ein starkes Spiel als Terror bis jetzt. Die ganzen Runden eigentlich nie eine schnelle Runde gewesen. Jetzt auf Contact, kaputt, wird dran geschossen. Muss ich tief zurückziehen. Und meine Community macht richtig viel Stress. Die bleibt mal verstehen.
versuchen hier auf jeden Fall irgendwie durch Zeit die Leute rauf zu fokussieren. Aber jetzt geht's doch nochmal auf den Spot. Kann nochmal eine Meter rausnehmen. Nein. Jetzt ist es kaputt. Muss man verschieben. Oder von Safe weiter. Waffen, Stacks macht auf Distanz den Frag. Super wichtig. Kaputt jetzt hier close oben auf der Kiste. Wird man ihn sehen. Er schießt in den Rücken rein. Verfehlt. Stacks muss es machen. Oh, verfehlt auch noch seinen Shot. Und jetzt ist es kaputt. Anschüsse. Die Bombenplan verhindert. Super wichtig. Kann sich verstecken. Und da kommt auf jeden Fall Killig. Oh, die Konsole nicht aufmachen. Luxa kann nochmal einen Frag ziehen. Kann aber dann nichts mehr machen. Es ist Robson. Robson, die nächste Bombe wird gelegt, angefaked, der rennt rum, einer im Pit, der sieht den Spieler. Und Robson hat ihn nicht mehr auf dem Schirm. Der gute Bob plantet noch und da steht es dann noch 2-2. Und man geht in die Ecke-Runde. Man sieht zwar das Geld nicht mehr. Und meine Community müssen jetzt diese Runde, ja, werden sie eigentlich sicher holen. Mal gucken, ob wir einen klaren 7 und einen Vollmann-Stack sehen. Sieht aus wie ein A-Mann-Stack. Zu viert. Oh, Grundlinie. Okay, sehr interessant. Finde ich gut. Das könnte richtig stark werden. Diese Grundlinie wollen wir uns auf jeden Fall reingönnen. Aber da kill ich mal den Double Frag direkt. Und ich komme nicht klar mit der Kamera. Warum ist der nicht hochgegangen? Animate auch nochmal. Da in der Ecke steht noch Sui. Zielt schon ab Richtung. Ja. Der Smoke. Kaputt. Versuch's auch nochmal. Aber die ist einfach zu dunkel, diese Smoke. Jetzt von hinten nochmal Stacksen. Jetzt muss man zusammen peaken. Jetzt hier Stacksen hat Sui von der einen Seite. Ja, und kaputt, wartet nur ab. Ein Exit-Frag ziehen wäre natürlich nicht verkehrt. Eine AK oder sowas. Oh, aber was war denn? Sui dreht sich um und macht noch den Fracking Stacksen. Keine Chance. Damit gewinnt man flawless hier diese Terrorrunde. Und meine Community geht mit 3-2 in Führung. Wie vorher schon gedacht. Jetzt kann man Sui noch rausnehmen, die AK vielleicht noch holen. Aber dann decken sie alle einfach ab, ne? Also schön gespielt hier. Ja, schöne Flash. Na, von seinem Mate. Ein Mann verloren, nicht so schlimm. Und jetzt hat man erst wieder das Geld, um reinzukaufen. Aber großes Problem für Clan of Sabo. Und das, denke ich, wird hier auf jeden Fall noch problematisch werden. Man hat einfach keine AWP. Und die muss man sich versuchen, schnell zu erspielen. Ansonsten hat man ein großes Loch hier. Denn die AWP, finde ich, einfach mal als CT ist wirklich super wichtig. Als Terror nicht so wichtig, aber als CT eigentlich auf jeder Map immer wichtig, eine AWP zu haben. Denn sie macht so viel aus. Weil du musst ja nur zielen, musst abwarten, musst nirgendwo raufrennen. Du bist ja der, der im Vorteil ist. Und mein Eck aber dafür jetzt mit der AWP. Swaxy spielt sie. Die Granate war sehr stark, hat übelst getroffen hier. Robson mit nur noch 63 HP. Und guckt euch an, meine Community schon wieder sehr passiv, stehen sehr weit hinten. Warten ab, dass irgendwo einer einen frechen Peak macht oder sonst irgendwas. Informationsplays kommen von Clan of Sabo. Macht aber aktuell noch keiner und deswegen sieht man auch keinen. Also meine Community, die Jungs, machen einen guten Job und wissen anscheinend genau, was sie tun. Deswegen auch das Ergebnis gegen Ares Gaming. Ja, im Vorfeld haben wir kurz darüber gesprochen, wer der nächste Gegner sein wird. Wir dachten eigentlich Ares Gaming, aber meine Community hier auf jeden Fall bis jetzt mit einem richtig stabilen Play. Machen überall Stress, guckt euch an, wo die Bombe liegt. Also man macht hier noch keine wirklichen Anstalten, Action zu machen. Man will eigentlich eher die Utility rausziehen der CTs, denn man weiß, die haben jetzt in die Echo gespielt, danach Waffen. So viel Utility ist nicht da, man muss damit sehr, sehr sparsam umgehen und vielleicht nochmal auf Contact jetzt hier mit Swaxy und Zebop jetzt einen Frag ziehen. Oder Sebop in dem Ballfall. Und jetzt auf Close Fight. Und da hat man ein paar Glück gehabt. Swaxy muss sich zurückziehen. Man macht jetzt zweimal Deckung. Immer noch nicht. Guck mal, 30 Sekunden noch auf die Uhr. Es ist einfach wirklich ein Krimi, den hier meine Community spielt. Man macht das übelst knapp und übelst schwierig. Und jetzt hat man schon geschafft, Stacksen rüberzuziehen auf den anderen Spot. Da muss man aufpassen. Stacksen, Junge, zieh dich wieder zurück. Es wird immer gefährlich. Anime, sehr schöne Position, kann den Frag nicht ziehen. Und jetzt wird es doch nochmal der A-Spot. Jetzt ist es kaputt, der hier halten muss. Oh mein Gott, wurde gesehen. Wurde gesehen. Kann er den Frag noch ziehen? Er macht den Frag und dann kommt die anderen. Komm schon. Oh yeah, Stacksen ist wieder da, Alter. Und da macht kaputt noch einen. Und die Zeit läuft davon. Spiel auf Zeit, Junge. Spiel auf Zeit. Kaputt, Junge! Mach sie kaputt, aber da ist die Zeit vorbei. Und Stack Robson kann sich verteidigen. Und da hat mein Eck zum ersten Mal das Problem. Für ihren Go, den sie hier gebracht haben, wurden sie bestraft. Was für ein Clinch. Was für ein Chaos irgendwie am Ende. Besonders bei mir. Aber meine Community vergambelt hier ihre Gründe, weil sie sich doch zu viel Zeit lassen. Ja, man hat das ganze Spiel gesehen. Man lässt sich sehr, sehr viel Zeit bis auf den letzten Zipfelchen. Und da hat sich gereicht. Denn kaputt hat hier Meinex Taktik kaputt gemacht. Und es war super wichtig. Und ja, keine Ahnung, von wem jetzt die Pause kommt jetzt hier. Wahrscheinlich von Clan of Sabo, weil man hat das Geld einfach nicht mal wieder viel Schaden kassiert. Man muss auch jetzt Farmers spielen. Utility ist da, Pumpgun bei kaputt, weil er einfach nicht mehr das Geld hatte, so wirklich, obwohl er Flex gezogen hat. Aber vielleicht ist ja auch die Pause von Meinex gekommen. Und man bespricht sich jetzt, ey, wollen wir jetzt wirklich immer so krass auf Krampf, jetzt immer auf 30 Sekunden die Ghosts machen auf die Spots. Man sieht halt, wie schnell es kaputt gehen kann, ne? Also, oder
einfach nach hinten losgehen kann, diese Taktik, ne, wenn es nicht richtig funktioniert. Ne? Das machen sie sehr gut, auf jeden Fall. Maniac spielt es hier richtig stark und haben auch geschafft, dass Dexon rübergeschoben ist, aber dann war er am richtigen Zeitpunkt wieder da, als kaputt einfach den ganzen Fokus auf sich gezogen hat. Und der hast du gesehen. Dann hat Dexon den Frag gemacht, kaputt noch gerettet, kaputt hat dann noch den einen Frag gezogen, beziehungsweise wurde erst geholt, aber dann war die Zeit schon rum. Und somit steht es auch 3:3. Und Maniac musste sich ein bisschen besser überlegen. Und wenn sie es dann doch ein bisschen besser noch machen, sagen wir mal 10 Sekunden früher angreifen. Aktuell, muss ich ehrlich sagen, sehe ich Maniac vorne. Die machen es sehr stark. Klernaufsammlung braucht unbedingt so eine Befreiungsrunde. So mit 4-5 Mann überleben. Wäre so wichtig, dass man ja auf die AWP kommt. Weil ohne AWP wird es einfach sonst super hart, denke ich. Und wenn Maniac das so weiterspielt, man merkt auch diesen Play. Immer wieder Contact beim B-Spot, beim A-Spot. Dann wieder zurück. Man macht hier. Man zieht die Utility raus von Clan of Sabo. In dem Fall, also von den CTs. Und das machen sie super solide. Spielen sie sehr, sehr stark. Und das muss man erstmal auch lesen können hier auf Seiten von Clan of Sabo. Also es wird auch nicht leicht. Jetzt macht man ein Fragezeichen, wann es losgehen kann wieder. Noch eine Taktik. Also sie machen wirklich eine Taktik. Also Maniac überlegt sich hier wirklich ganz genau, was sie hier tun. Und ich hoffe jetzt. Kann es auch weitergehen. Hat man erstmal hier unseren Cast nochmal kurz studiert. Wie standen die eigentlich hier? Was machen wir? Nein, Spaß. Und los geht's. Pause ist raus. Essen kam. Guten Hunger hier an Sui. Er kann ja anstatt Arm B, Arm K machen. Mixen, ne? Arm R-Coin. Ne? Deswegen ist es gut. 3-3, Maniac. Auf jeden Fall mit einem Vorteil jetzt hier wieder in der Runde. Haben aber auch kein Geld mehr. Wenn man jetzt verliert, hat man auf jeden Fall hier ein gutes Ding und auch die Granate gegen Sui und Bob hat richtig gefruchtet, die hat geschmeckt hier und ich glaube, das könnte mal ein gutes Zeichen sein und kaputt jetzt hier gegen Deathzone, aber die Autokamera zeigt uns auf Deathzone und der macht den, der piekt da rum, zieht ja raus und der Kopf ist da, die Pumpgun trifft rein und da hat man sich doch selber verraten, Deathzone, weil er zu früh pre-aimed hat, hat er hier kaputt hier mit der Pumpgun. Auf jeden Fall den Vorteil verschafft. Aber guckt euch an, kaputt direkt nach hinten gezogen. Man weiß halt nicht, man hat so schon den Kopf kaputt gemacht bei Maniac Community. Und da kommt die Molo und man spielt nur auf Contact. Maniac mit einem richtig krassen, intelligenten Play hier. Und sie müssen halt im 3 gegen 2 spielen hier. Closer, Robson macht den zweiten noch. Luxor kann nur einen rausnehmen. Die Smoke kommt, muss ich verteidigen, jetzt muss verschieben. Man ist im 2 gegen 4 Situation. Swaxy und Bob müssen es irgendwie reißen. Oh man, so schön gespielt. Schöner Boost von Stexon. Jetzt die Zwexy. Unten, close in der Smoke. Oh, da sieht den Spieler. Oh, schön. Den ersten, aber oben ist er noch geboostet. Der verschießt den Shot. Und Zwexy kann den zweiten Frag nicht ziehen. Ganz bitter. Stexon überlebt. Und da hat man die Runde. Man kann upgraden, kriegt die AKs. Und gleichzeitig noch mit 3 Spielern überleben. Was willst du mehr? Was willst du mehr in dem Moment? Schönes Ding, aber auch schön von meiner Ecke hier zu sehen, dass man doch mal ein bisschen schneller spielt. Aber dann fast dann zu... Also komplett ohne Smokes dann zu spielen, ist halt dann doch doof. Man wollte auf Contact jetzt machen, aber hat nicht ganz geklappt. Da waren die beiden auf dem B-Sport, haben es gut gespielt und haben komplett das halbe Team dann nochmal rausgenommen. Ich glaube, Deathzone hier mit dem kleinen frühen Peak hier oder mit dem Early Shots... Hat sich halt verraten und kaputt mit dem richtigen Momentum einfach da. Kann den Frag ziehen dann halt, weil er auch gerade nicht hinguckt mehr. Damit nicht gerechnet hat, dass so offensiv einer hier im Teppichgang unterwegs ist. Jetzt eine kleine Pistolrunde hier auf Seiten von Maniac. Man muss konsequent reinsparen, man will Full Utility spielen. Man sieht es auch 3-4, 3-7, 2-4. Kohle technisch am Start. Jetzt versucht man wieder irgendwo Stress zu machen. Man macht auch sehr, sehr viel Krach mit Absicht, würde ich fast meinen. In der Hauskontrolle ist ja auch okay. Man will ja die CTs, ja, auf dem A-Spot fokussieren. Jetzt schleicht man wieder zurück. Das weiß man auf jeden Fall. Da muss was sein. Man geht wieder auf Contact jetzt hier. Auf den B-Spot. Und es wird wieder der B-Spot. Und Robson wird wahrscheinlich den ersten gleich sehen. Sui, der hat keine Flash. Schulterpeak ist da. Wird rausgenommen. Der gute Sui. Den zweiten Flash ist da. Jetzt kommt auch nochmal eine Molo. Und das war's dann. Man zieht sich wieder ganz schnell zurück. Jetzt steckt man sich komplett hier. Man häuft sich zusammen und kommt gar nicht klar. Komm, ey, ich will die andere Richtung. Nein, nicht mit dir. Wie gehen wir zurück? Weißt du, wie so eine kleine Lemminge. Andere Richtung. Jetzt entscheidet man sich doch wieder auf Banane zurückzugehen. Und jetzt kommt die Smoke. Damit erstmal wieder ein bisschen Momentum rauszunehmen. Noch eine Smoke. Man weiß immer noch nicht, wo es hingehen soll. Swaxy und Co. müssen versuchen, irgendwie auf den B-Spot zu kommen.
Es ist nicht leicht. Nächste Flash. Die Zeit rennt einfach. Utility wird geworfen. Die Smoke sagt, lag nicht so gut. Und da stehen sie halt. Luxor macht den Frag. Aber Bob macht den Frag hier gegen Robson. Wie viel Schaden kann er noch machen? Sie Bob noch einen Frag. Starkes Ding hier. Und jetzt schnell den Bombenplant. Jetzt ganz schnell den Bombenplant. Devson kriegt den Kopfschuss hier. Und was macht der gute Bob? Kann er nochmal zwei schöne Klicks landen? Er hört den Spieler links. Viele Steps. Flash kommt. Molo kommt. Klick gegen Animate. Nein. Stacks sind schon hinter ihm. Macht den Frag. Man überlebt wieder mit drei Spielern. Das ist diese Minimumanzahl, um langsam Geld aufzubauen. Aber es reicht nicht ganz. Meine kann immer wieder gut Schaden machen. Kaputt 7k. Animate 7k. Und meine Community jetzt mit der nächsten Waffenrunde. Alle mit 6,5 und mehr K. Also man ist auf jeden Fall jetzt gut ausgerüstet. Hat auch die AWP. Stacksen hat sie auch schon die ganze Zeit. Und Clan auf Sabo jetzt erstmal mit einem guten Lead. Kann sich jetzt hier stabilisieren. Ne? Wie ich es vorher angekündigt habe, wie ich schon gesagt habe, schafft es Clan auf Sabo hier sich zu stabilisieren. Und meine Community muss jetzt irgendwie die wichtigen Frags ziehen, um wieder zurückzukommen oder die CTs klein zu halten. Weil es ist ja schon eher so eine etwas terrorlastige Map, wenn man es richtig hinbekommt. Und jetzt gibt es einen Early Push hier, Luxor, durch die Smoke. Ganz dreist. Macht den wichtigen Frag, gibt es den Boost. Und jetzt bin ich gespannt. Man macht einen richtig starken Boost jetzt hier. Und der ist sehr interessant, muss ich sagen. Normalerweise sieht man immer nur den Spieler oben. Und der untere ist dann vielleicht auf dem Spot oder rennt komplett auf dem A-Spot schon rüber. Aber hier Robson in der Doppeldeckung. Sehr, sehr interessant. Und jetzt geht's weiter rauf auf Contact. Ui, macht nicht den Frag, Animate. Kann ihn rausnehmen. Man hat im 3 gegen 2. Animate mit dem zweiten. Wie bitter ist das denn? Der schießt auch noch nur auf die Füße und macht den Frag. Unglaublich hier, was Animate jetzt gerade hier hinlegt. Macht zwei schöne Frags. Und Deathzone und Bob müssen sie probieren. Und jetzt rennt Bob hier auf jeden Fall gegen die Doppeldecker. Das wird so schwierig. Oh mein Gott. Kann er beide holen? Nein. Oh, das war auf jeden Fall richtig brutal. Und Robson und Luxor sprayen einfach nur den Körper und damit hat einfach nicht gerechnet. Ich glaube, gut hier in dem Moment, dass man eigentlich diese Taktik verraten hat oder gesehen hat, aber das war halt echt eklig. Oh, Devs nochmal mit einem schönen Frag. Aber damit steht 6 zu 3. Clan of Sabo macht hier die nächste Runde klar und schaffen die Waffenrunde mit 4 Leuten zu überleben. Wunderbar für ihr Geldkonto und meine kann nochmal reinkaufen. Das Geld hat auf jeden Fall gereicht, aber nicht mit kompletter Utility. Man sieht es auch, einer hat keine AK. Man konnte den Plant nicht durchbringen. Aktuell Meinig komplett geändert. Sie spielen die ganze Zeit am Anfang sehr langsam und plötzlich spielen sie relativ schnell und werden dadurch bestraft die ganze Zeit. Anstatt einfach denselben Play weiterzumachen, bloß anstatt bei 30 Sekunden, bei 40 Sekunden anzugreifen. Jetzt geht's schnell rauf. Kill ich mal den ersten. Kill ich den zweiten oder nicht? Oder was macht Luxor? Luxor nochmal mit meinem Smoke. Kommt hier weg, oben geboostet. Und der sieht den Spieler. Und er kriegt gar nicht mit, aber Luxor kann noch einen Fack rausnehmen. Swaxy war nicht schnell genug. Und ja, da war mal doch eine schnelle Runde sehr erfolgreich. Bombenplant geht durch. Retake-Möglichkeit für kaputt an mit uns Stacksen. Und die erste Runde hier für die Jungs von Meineck nach gefühlt, ja, man sieht es auch, nach 5 Runden, nach 4 Runden, wäre super wichtig. Kaputt, piekt rum. Kaputt gegen Devson. Piekt erstmal rum. An der einen Stelle gibt es die nächste Brand in die Ecke. Jetzt holt er sich den ersten Frag. Schönes Ding, aber parallel zoom. Zui holt sich den Double Frag. Und der spray weiter rum. Swaxy macht kaputt klar. Und somit steht 6 zu 4 Meineck. Holt sich die nächste Runde. Da hat man eine sehr schnelle Runde gespielt und ist einfach ganz konsequent hier kurz durch die Molo gerannt von den BCT-Spielern und hat dann nochmal einen Kontersmoke gemacht und da hätte einfach direkt die nächste Smoke fliegen, die nächste Brand schon liegen sollen oder sowas. Oder auch schon direkt der Swap. Denn solche Aktionen sieht man ja meistens dann so dafür, dass man einen schnellen Go macht. Meine Community komplett jetzt hier im Momentum drin, rennt komplett rum, rennt richtig schnell, aber Stacksen ist da. Man wird jetzt übelst auf Krampf. Ganz schnell wird hier gespielt. Stacks muss wegkommen. Von der Seite Animate kaputt, holen sich die Frags. Stacksen gegen Swaxy. Man kommt durch. Einer im Teppichgang. Jetzt rasten sie komplett geradeaus. Was ist da los hier? Meine mit dem Tempowechsel. Hoch 10. Machen nochmal richtig Action. Aber Clan of Sabo kann das hier unter Kontrolle bringen. Flawless holen sich die Runde. Und 7 zu 4 meine Community. Was ist hier los? Schade eigentlich. Diese langsamen Runde am Anfang, wirklich, waren richtig nice. Warum nicht weiter so? Und dann bei 40 Sekunden angreifen, statt bei 30. Das ist einfach so stark. Und ich glaube, daher würde man Clan auf Sabu so richtig kaputt machen. Ohne Witz. Ich sag euch, wenn die so weiterspielen würden wie am Anfang, sie würden Clan auf Sabu die ganze Zeit klein halten. Man hat es vorher mal gesehen. Effektivität war immer. Man hat die Überzahl am Ende gehabt. Bei der einen Runde, die man verloren hat, wo die Zeit vorbei war. Man hatte immer oft viel Schaden machen können. Und Clan auf Sabu konnte sich nicht stabilisieren. Jetzt gerade diese schnellen Runden
sind nie gut. Nur einmal hat es geklappt. Mal gucken. Pistol Round. Bei Meineck, ein Spiel hat man schon verloren. Den zweiten Spiel hat man auch noch verloren. Jetzt geht's hier über kurz los. Ja, und keiner macht irgendwas. Nächstes Geld hier für Tanaf Sabu. Und die 13. Runde hier für Meineck. Und Tanaf Sabu jetzt hier in der Relegation zu Division 3 der Nighttime Damage Liga. Meineck Community kauft wieder rein. Irgendwie nicht mehr so konsequent. Man kauft jetzt mit 3 AKs. Irgendwie ist gerade die Luft raus. Weiß nicht, was da los intern. Ob da gerade Kommunikationsprobleme sind. Irgendeiner angefressen. Man kauft einfach rein, runter. Man will jetzt doch mal wissen, wieder auf Contact in der Mitte. Doch, wieder ein sehr schneller Go, der wieder passiert. Stacksen holt sich den ersten Frag schon wieder. Eröffnung, Doppeldeckung auf der anderen Seite. Man macht den Spray und ist dann schon wieder vorbei. Was ist da los? Eine Pause vielleicht nochmal bei Meineck. Also gefühlt gerade die Luft raus hier bei den Jungs. Da holt sich Stacksen noch den ersten und den zweiten aber nicht mehr. Und das wird auf jeden Fall hier die AWP wieder gesaved. Man hat richtig viel Geld. Ja, man spielt hier gerade so ein bisschen Tanaf Sabu in die Hände. Weil ganz am Anfang, ich kann immer noch wieder sagen, ganz am Anfang muss man einfach sagen, Meineck habe ich hier vorne gesehen. Ich habe es gecallt. Und ich würde es immer noch so sagen, wenn sie konsequent hier ihren langsamen Spielstil weiter durchgezogen hätten. Ab und zu mal eine schnelle, okay. Aber jetzt aktuell ist er nur noch schnell. Als wenn es im Hinterkopf wäre, diese eine Runde, die wir gerade verkackt haben, nur weil die Zeit abgelaufen ist, darf nicht mehr passieren. Weiter geht's, schnell runter, wird gegast. Wird voll durchgesprayt. Ja. Man hat eine 3-Mann-Deckung hier. Und somit steht es dann auch 10 zu 4. Verliert man noch ein Spiel, dass die Frage kann Kilic noch einen rausnehmen? Nein, kann er nicht. Na, mittlerweile haben wir Samstag, den 1.12. Ich hoffe, ihr habt schöne Weihnachten. Ich wünsche euch einfach alle den ersten schönen Advent. Ja, alle mal rausgewünscht hier nebenbei. Schön, dass ihr da reinschaut. Freut mich auf jeden Fall, dass die Meineck-Community so aktiv ist. Ich glaube, es sind sehr, sehr, sehr viele Meineck-Leute. Und jetzt macht man wieder einen schnellen Go. Kann man ihn diesmal aufhalten hier? Und da ist der Spray und das reicht nicht aus. Man ist wieder mit 4 Leuten, ja, on spot, würde ich sagen. Aber ist nicht so. Denn hier, guckt euch an. Sui versucht hier einen Spieler rausnehmen zu wollen. Ja, der hier vielleicht verschiebt, aber niemand ist da. Schön gedacht, aber er muss doch offensiver gehen. Dann über CT-Punkt. Stacksen gegen Bob. Und Bob. Bobbt ihn um. Stacksen, keine Chance. 4 gegen, also 2 gegen die 4 immer noch am Start. Man kann auf jeden Fall raufgehen. Man hat noch, ist eh die letzte Runde. Man sieht es ja jetzt, Geld war auf jeden Fall da. Und das ist nochmal das 10 zu 5 dann wahrscheinlich für meine Community. Hat man gut rausgespielt. Kaputt und Animate müssten jetzt richtig krass zaubern. Bob in derselben Position. Bob im Kopf. Und Bob nochmal am Kopf. Macht nochmal hier. Was war das? Ein 4K. Richtig starkes Ding. Bob hier. Gut dabei. Und wenn das jetzt nicht mal ein gutes Momentum ist hier als CT, wäre super gut. Aber mit 10 Punkten zu starten, das haben wir gerade noch gesehen bei Meineck. Mit einem 11 zu 4 als CT gegen Ares Gaming. Und jetzt genau umgekehrt. Und Meineck jetzt sich hier gerade im Hintertreffen und müssen jetzt reißen. Ja, richtig ins Gesicht geknüppelt. Auf jeden Fall. Der hat auf jeden Fall richtig verteilt, gerade klatschen. Der hat keinen Bock mehr gehabt. Also gefühlt, wie Meineck komplett gerade spielt. Keinen Bock mehr gehabt und er hat auch keinen Bock mehr gehabt. Und sagt sich, Alter, jetzt muss die Wut raus hier. Zack, 1, 2, 3, 4. Und Tanaf Sabu war mal ein Clan. Jedenfalls für diese Runde. Los geht's, Seitenwechsel, Granaten fliegen runter. Man geht komplett hier aggressiv runter. Man kriegt es so mit und überall wird gesprayt. Und Animate ist 6 und die Frags. Killich hat auch noch einen. Killich mit dem Double Frag. Schönes Ding hier von ihm. Aber man kommt auch auf den Spot drauf. Aber Sui, guckt euch an. Dreiste Position. Sui, muss man alles checken. Man muss aufpassen. Sui, der schießt. Man hat ihn gesehen. Das muss man aufpassen. Nimmt man ihn noch raus? Nein. Man kann die Robs nicht rausnehmen. Man nimmt aber Sui raus. Und jetzt ist man im 2 gegen 3. Contact Fight jetzt hier Killich. Kann er noch mal mehr machen. Für ihn ist noch das Ace drin. Killich und Ace? Oder holt sich Bob noch einen Frag, wie gerade eben zum Schluss hier, als er das 4K gemacht hat? Killich guckt hier nochmal auf der Grundlinie Richtung Kurz. Wird da wahrscheinlich langlaufen jetzt. Macht Steps. Okay, hat Faxen gemacht. Ein bisschen gefaked. Keiner zeigt sich. Oh, hat den Kopf gesehen bei Robson. Und jetzt Bob. Vielleicht kommt ein Clean Frag. So ein Schuss. Komm noch einmal zeigen, Junge. Und du bist weg. Und dann will man safe. Okay, alles klar. Die Runde gibt man ab. 11 zu 5. Für Tanaf Sabu. Man will ja nicht nochmal seine Rüstung verlieren. Die nimmt man mit lieber in die nächste Runde. Und Tanaf Sabu hat den nächsten Ziel auf dem Punkt. Oh, da ist ja unser Lieblingsmann. Denn ist der denn bescheuert?
den er gerade gecastet hat. Grüße an Adrian. Und wann geht eure Rede los? Erst am 22. Dezember, ne? Ich hoffe, wir können die casten. Wahrscheinlich kriegt die EPW, Alter. Grüße gehen raus. Ihr müsst dafür werben, dass Albi Cast es macht. Ihr müsst es machen. Oh, danke für den Follow. Let's go! Nächste Runde 11 zu 5. Clan of Sabo jetzt mit einem super Lead, nachdem meine Community doch so ein paar Runden aggressiv, ja, ich glaube, ich ein bisschen mad reingespielt hat. Gefühlt hat sich das aber halt so an. Oder angefühlt hat sich so. Und jetzt muss natürlich irgendwie Meineck hier diese Runde spielen und gewinnen. Man kauft komplett rein, man forst es hier und macht keine Full Echo. Und dann bin ich gespannt, ob man damit auf jeden Fall Früchte tragen kann. Doppeldeckung jetzt hier im CT-Bogen und die Face jetzt gleich ein komplettes Team über Clan Sabo. Devs dann mit den ersten raus, den zweiten dann nicht. Dexton macht den Double Frag und dann auf lang ist Swax hier auch noch da. Aber da macht man nur Stress. Man macht es auch Land-Land am Clan Sabo hier auch auf Contact jetzt hier genauso wie meine Community vorher. Ganz, ganz langsam, ganz behutsam. Ja, als wenn es kaputt zerbrechlich ist, geht man hier an den A-Spot ran. Aber Swax, die piekt rum, holt den ersten und schießt die übertrieben. Den guten Luxor runter auf einem HP. Stark gemacht, die Granate, die Mollo fliegt. Kann man ihn rausnehmen? Nein, mit der Mollo auf jeden Fall nicht. Der Rubitz wächst hier rausgeknallt von Animate. Aber diese Force bei ihr von Meineck, der kommt damit man überhaupt nicht gerecht. Stark gemacht. Und Animate macht die nächste in Frag. Und man ist immer noch im 3 gegen 1. Killage jetzt am Leben. Versucht er noch irgendwas zu machen. Da lag noch eine Smoke, will man vielleicht auch noch haben. Oh, auf Contact jetzt hier. Luxor rausnehmen. Den nimmt man sich noch. Jetzt die Pitch wieder. Dann geht immer einiges. Aber er hat keinen Diffuser. Animate im Kopf. Und der macht diesmal auch jetzt hier seinen 3K. Genau, mit 12 zu 5 vorne. Gleich wahrscheinlich mit 13 zu 5. Denn Meineck muss hier die Echo spielen, um im Spiel zu bleiben. Muss man hier die Voll-Echo spielen, bin ich der Meinung. Um eine AWP zu spielen und 4 AKs. 4 M4s. Also bin ich gespannt. Albi-Casting. Mal gucken. Wenn es machbar ist, klar. Wir haben da nichts zu rechnen. Wir dürfen nichts machen. Oh, die Granaten hier. Von Clan of Sabo. Stark gemacht. Kilch. Nur noch mit 40 HP. Und Devzin mit 69. Entschuldigung. Und da gibt es den ersten Kopfstoß von Robson. Kann man den zweiten auch noch aussehen. Und wo ist denn hier? Guck mal Zui an. Zui auf der Banane. Ah, man hat die Spieler. Oh, da will jemand mit dem Messer. Oh, wie bitter ist das denn? Oh, man hat es am Schirm gehabt. Schade. Schade für Zui hier. Und jetzt ihr gutes Waxy mit der Diegel. Noch von hinten. Kann er noch mit dem einen oder anderen Spieler noch ein Tänzchen verführen? Das wäre nochmal gut. Hier, Robson, linke Seite. Er läuft einfach durch. Guckt nicht nach links. Robson steht da. Hat es auf dem Schirm gehabt, dass die sehr aggressiv gegangen sind. Der muss irgendwo da sein. 13 zu 5. Noch 3 Runden für Clan of Sabo, um hier dann in die vorletzte Runde zu kommen. Oder? Ist das dann schon das Finale eigentlich? Scheiße, habe ich nicht mehr offen. Wir gucken rein. Ja, ist sogar so. Um hier, diese eine Runde hier, noch 3 Runden zu go. Und dann ist man am BO3 und dann kann man in die Division 3. Und Clan of Sabo hat die Chance, hier dann in die Division 3 zu kommen. Ich bin gespannt, wie es laufen wird. Und ich bin auch gespannt, wie Division 2 oder Division 3 zu 2 läuft. Das wäre auch nicht schlecht. Und Swax, die wird rausgenommen von Robson, der einfach hier ransprayt an die Ecke, hat ihn wahrscheinlich gesehen. Super bitter, der von der anderen Seite kam. Und so verliert man erstmal einen Spieler. Die Luft ist so ein bisschen gefühlt raus. Sui auch noch im Duell hier. Rausgenommen worden. Die Smoke fliegt. Ja, die ist einfach. Ist die abgerutscht? Ja, nee. Und die Bombenplatte ist da. Man muss safen. Man hat schon 3 Spieler verloren. Meine Community doch nochmal zum Schluss hier richtig konsequent auch. Die beiden M4s werden auf jeden Fall durchgebracht. Aber ich bin gespannt. Lennart Serbo kann ich mir fast schon vorstellen. Hier zum 5. Man hat das Geld. Man kann auf jeden Fall auf die Jagd gehen und kann sich fast vorstellen, dass es der B-Spot sein wird. Und ich denke, wir ziehen jetzt bis 10. Und dann geht es alles komplett auf dem B-Spot. Besonders wenn Luxor auf Contact trifft, dann geht man auf jeden Fall raus. Man sieht es auch schon. Die bewegen sich schon. Stax und Robson sind unterwegs. Robson und der zu Luxor. Luxor. Und jetzt gibt es auf Contact. Killage sieht jetzt Luxor. Und der hat halt eine Billewaffe. Dem ist es egal. Den nimmt man raus. Der zweite hat sich noch nicht verraten hier. Und jetzt wird es aber schneller werden. Oh, Killage kann den zweiten noch nehmen. Schönes Ding. Schöner Kopfschuss. Jetzt Robson. Flash fliegt. Bob nimmt ihn auch noch raus. Starkes Ding. Und jetzt sollte man vielleicht diese Hand natürlich abblasen, denn meine Community, der gute Bob und Killage lassen sich nicht einfach handen. Und nehmen erstmal noch 3 Spieler raus von Clan of Sabo. Aber das Geld hat man auf jeden Fall. Clan of Sabo ist stabil. Da, man kann wieder reinkaufen. 5 AK-Sins, Full Utility, alles am Start. Und meine Community, man muss sie auch hier reinforcen. Hat leider keine AWP, hat es nicht für gereicht. Oder wollte man nicht. Bob hätte sie kaufen können wahrscheinlich. Wobei, ja, ich weiß gar nicht. Der musste halt keine Waffen kaufen, der hat ja überlebt. Also konnte er es auch nicht kaufen.
Und jetzt muss meine Community jetzt hier auftreten. Man macht schon mal Schaden gegen kaputt. 50, 56 HP bei ihm. 56 HP und 5600, ne? Passt irgendwie, ne? Müsste nur auch 0-0 sein. Jetzt sehen wir, kleiner Sabo auch, super solide, würde jetzt hier gar nicht irgendwie krass irgendwelche Faxen machen, super konzentriert, nehmen ihren Gegner 100% ernst, weil die wissen auch, Meineck hat's drauf. Aim-technisch sind sie super stark. Und jeder Fehler kann hier auch nochmal Sachen kosten. Luxa macht extra, so ein extra Jump, ein bisschen Stress noch. Ja, nochmal ein Jump. Man zielt ab hier über die Schulter von kaputt, jetzt zieht er sich zurück. Schön gemacht hier. Jetzt gibt's nochmal so ein kleines Smoke Richtung CT. Mal gucken, ob die landet. Vorhin bei meiner Community hat sie leider nicht mehr gelandet. Jetzt sein Mate geguckt. Oh, wo muss ich denn? Auf den Rauch ganz da oben? Okay, die muss ich mir merken. Oh, Kontext. Wechsel und den ersten Frag. Parallel machen sie Stress. Jetzt kommt die Smoke dahin geflogen. Wo ist Sui? Sui hat man auf Kontext gesehen. Animate gegen Sui. Kommt hier aber nichts. Aber die Smoke ist geflogen. Dann gibt es noch eine Kontakt-Smoke. Killage und Zwob werden auf jeden Fall geforst. Da bleiben sind da gehalten. 35 Sekunden. Hier hat auf jeden Fall Kleinhoff-Sabo dieses Timing ein bisschen besser auf der Uhr. Man macht das Go bei 35, 40 schon. Viel, viel besser. Super gelaufen jetzt. Sie geht mal auf den Spot auf. Keiner ist mehr da. Keiner ist mehr da. Wo ist die Smoke? Richtung Bibio. Die ist nicht da. Hat man nicht mehr. Hat man einen Pit gemacht. Weil man dachte, im Pit ist noch einer. Weil das wäre der letzte Spieler, der verschiebt, habe ich mal gelernt. Man hat zu früh verschoben komplett. Man ist im 3 gegen 4 im Nachteil, aber die Bombe tickt und diesen und das muss Meineck holen. Kaputt durch den ersten Frag jetzt hier 3 gegen 3 Situation. Killage, Sui, oioioi, Anhits jetzt hier, Sui nur noch mit 15 AP und da holt sich Bob den ersten Frag, super gemacht, Sui schon hochgeboostet, macht den nächsten Frag, Animit alleine, holt den ersten, holt den zweiten, Sui Animit, Geld Animit, die Zeit läuft, der Spiel mit dem Spieler macht den 3K. Animit, holt dir Knapsamo. Die 15. Runde, Mann, Mann, Mann. Und ich dachte, kurz Sui wär's. Ne? Also Sui, alter Falter. Aber ich komme mir nicht klar. Was für eine Aktion hier. Animiert, Junge. Der reißt hier nochmal raus. Starker Comeback und kann hier 3 Spieler von Meineck aufhalten. Super bitter für die Jungs. Aber da hat man einfach auch zu schnell den einen Spieler nicht auf dem Weg gelassen, auf dem Asphalt gelassen, sondern alle verschoben. Holla die Waldfee. Schade. Was für eine Aktion. Letzte Runde. Vielleicht für beide Teams. Und dann ist vorbei. Aber Killich macht den ersten Frag. Macht noch einen AWP. Stacks einen Konter hier direkt. Animate holt sich Swag. Die Animate ist heiß. Der hat natürlich jetzt hier übelst Momentum gefressen. Jetzt muss man verschieben. Jetzt hier komplett. Nur noch sein Mate. Der gute Killich. Und Bob am Leben. Bob hat richtig Bock, aber es wird schwer werden mit der AWP jetzt hier auf Kanalkampf. Killage, linke Seite, Junge. Er macht den Frack nicht, Stacksen. Ist im Kopf. 1 gegen 4. Bob, du hast gerade davor auch schon 4K gemacht. Das sprayt man einfach durch. Das war's. Man gewinnt jetzt hier. Zum Schluss 16 zu 5 gegen die Jungs von Meineck Community. War dann doch am Ende relativ klar, super bitter. Und ich trag's mal noch schnell ein. Heieiei. Ich bin jetzt richtig kaputt. Was für eine Partie. Habe ich nicht so gesehen. Habe ich ehrlich gesagt nicht so gedacht, dass es so ausgeht. Ich hätte es mir viel, viel knapper vorgestellt. Einfach am Anfang hat Meineck so stark gespielt. Also ich fand sie wirklich richtig stark. Der eine Fehler auf dem Spot, weil man einen Tick zu viel Zeit sich gelassen hat, ist halt passiert. Aber ganz ehrlich, ja, also das haben sie so gut gespielt. Und dann gab es irgendwie dieses Loch, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so seht. Ich habe das jetzt so empfunden. Und plötzlich hat Meineck Community angefangen, einfach übelst schnell auf die Spots zu spielen, was mir nicht so gut gefallen hat. Und irgendwie hat es dann nicht mehr geklappt. Und dann lief gar nichts mehr. Damit haben die Jungs hier von Kleinhoff-Sabo gut gerechnet. Gut gerechnet einfach. Und allgemein, wenn man sich Counter-Strike anguckt, letzte Zeit auf der Division 3 und 2, wo wir casten, schnelle Runden zu 99,9% klappen irgendwie nicht mehr. Also der Tempowechsel von langsam auf schnell, jedenfalls in der deutschen Szene, klappt nicht. Ne? Vielleicht fehlt da einfach diese dreiste Moves manchmal, die man dann noch in der internationalen Szene sieht, durch die Smokes einfach durchlaufen, wo man denkt, da ist man geschützt, weil da sich keiner durchtraut. Aber dann doch traut sich da jemand durch. 16:5. Richtig üble Klatsche am Ende dann doch. Aber gefühlt fand ich es gar nicht so. Man merkte, dass aber viel Respekt gehabt. Meineck war stark. Hat sich vielleicht selbst ein bisschen dann verspielt. Trotzdem starkes Leistung von den Jungs. Also ich fand die sehr, sehr stark. Und der Kleinhoff-Sabo kann aber sich hier qualifizieren für das BO3. Und somit haben sie die Chance auf die Relegation. Ja, also richtig stark. Und vielleicht ist Schabba da. Willst du mal kurz ins Teamspeak kommen? Dann können wir noch ganz kurz quatschen. Ich hole ihn einfach rein. Ja, hol ihn einfach rein, mal gucken, ob Chaba mit dabei ist. Was er dazu sagt. Weil ich will mir gerne seine Meinung wissen. Er ist ja ein alter CS-Hase. Vielleicht hat er Bock, was dazu zu sagen, wenn er jetzt sich ermutet.
Schabba. Ich muss mal anrufen. Ey, Italiener. Mamma mia. Stronzo. Nimm mir deine Headset an den Kopf. TKA 2-1 gewonnen. Sehr gut, sag ich doch. Gegen IES oder was? Moin. Da ist er ja. Grüße dich. So, hast du gehört, was ich gesagt habe? Weiß ich nicht, gerade im Stream dazu? Nee, gerade nicht. Ah, okay, alles klar. Cast hier mit abgebrochen. Schabba nimmt das nicht ernst. Was ist los mit dir, Bruder? Ich dachte Familie, Alter. Ich dachte mein Freund. Mal ehrlich jetzt. Meine Community haben sich ein bisschen geworfen, die waren noch stark, Alter, fand ich. Ich fand die sehr, sehr stark. Also das Ergebnis spiegelt nicht das wieder, was wir gesehen haben im Endeffekt. Bin ich ganz deiner Meinung. Hätten sie das so weitergespielt, wie sie begonnen haben, wäre es, denke ich, deutlich knapper ausgefallen. Aber irgendwann war dann halt der Knick drin und dann haben sie halt immer diese schnellen Goals probiert und sind da halt einfach zwei, dreimal komplett aufgelaufen, haben uns damit halt einfach gutes Geld in die Kasse gespült und haben uns so halt wieder stark gemacht im Endeffekt. Ne, hätten sie das halt wie zu Beginn gespielt, immer dieses langsame Verschieben und immer dieses Baiten, dass einer vom Spot verschiebt, wäre es effektiver gewesen, meiner Meinung nach. Ja. Auf jeden Fall. Ja, schade eigentlich. Also da habe ich es auch dann so gesehen, habe ich so doch so ein bisschen CSGO langsam geht rein. Schade eigentlich. Aber trotzdem, für dich auf jeden Fall super gut, ne? Aus deiner Leistung 6-5 in Sicht ein deutsches Ergebnis. Wie du schon gesagt hast, hat nicht das wiedergespiegelt, wie die Partie eigentlich ausging. Und jetzt weiß ich gar nicht, wie ein Faceman eigentlich jetzt ist. Ist schon bekannt? Gibt es schon den ich Gegner? Ich muss mal aktualisieren. Gerade war es ja nicht. Wir müssen mal, ich glaube, es dauert noch ein bisschen. Sabo, ja, Stage 5 oder Hund? Hunde. Hunde haben vorher sich durchgesetzt. Ich kann ja mal nebenbei einfach mal auf den Server connecten und dann gucke ich mir das mal kurz an, wie es da aktuell steht. Dann kann ich euch mal ein Feedback geben. Aber wer wäre die lieber? Hunde oder Stage 5 Gaming? Also vom Namen her sagt mir halt Stage 5 Gaming was. Hunde sagt mir jetzt im Endeffekt nicht wirklich was. Ja, das ist Schabas Stimme. Und es steht aktuell 13-9 auf Cash für Stage 5 Gaming. Nur mal so am Rande. So sieht's aus. Ja, ich bin gespannt, ich werde es weiter gucken, weil laufen lassen, okay. Ja, auf jeden Fall, Stage 5 vom Namen her natürlich dann für uns alle ganz gut, aber ich glaube, die haben auch einen eigenen Stream. Also aus meiner Sicht wäre gut, wenn Hunde durchkommt, weil dann gibt es keinen Doppelcast. Ich denke nämlich, da drüben wird nämlich auch gecastet, habe ich gesehen. Also in dem Sinne, viel Glück an deine Jungs noch. Ich denke, mit Stage 5 hat man auf jeden Fall einen starken Gegner. Tobi ist da drin, Tollig, Fancy und noch ein paar andere Leute. Ich sag nochmal GG hier an beide Teams. Kern auf Sabo hat sich dann gut stabilisiert. Schade eigentlich, dass MyNeck Community jetzt sich hier nicht konsequent durchgezogen hat. Und gucken wir mal, ob ich nachher nochmal tippe. Also nachher auch auf jeden Fall, egal ob verloren oder gewonnen, hol ich nochmal rein, ja? Ich bin auf jeden Fall da. Perfekt. Also das war Schabba von dem Clan Sabo. Und man kennt ihn auch parallel noch als CSGO-Manager, wenn es richtig ist von mir, bei C-Play. Ja, grüße gehen da raus. Also danke dir, bis später, ne? Bis nachher, Dicker. Okay, damit rausgeschoben, rausgekickt. Wir gehen dann kurz, oder ich gehe kurz in die Pause. Vielleicht ist auch Pat dann wieder da, aber der ist leider im Noteinsatz. Der ist leider nicht mit am Start. Super schade, sonst hätte der hier mit auch gecastet. Und dann wäre es hier gut ausgegangen. In dem Sinne, sehen wir uns gleich wieder nach dieser kurzen Pause. Ich versuche um 17:05 wieder da zu sein, alles hier vorzubereiten, dass es auch passt, so kurz mal. Also wünsche ich euch was. Danke fürs Reinschauen, danke hier für den Support. Wem es gefällt, lasst ein Follow da, wenn nicht, dann nicht. Bis gleich.